Ich zeige ein bisschen was. Und zwar, worauf ich viel Wert lege, sind die ganzen fließenden Bewegungen, die durch den ganzen Körper fließen, wie mehrere Wellen auf einmal. Also dann kann man auch hier aus dem Waving zum Beispiel mehrere Wellen oder die Annulation, hier einen kleinen OMI, das heißt ein interner Hüftkreis, das ist alles über die Muskelarbeit und dann auch die Schultern, den Oberkörper isoliert. Und diese ganzen Bewegungen, die kann man bei mir in den Kursen lernen. Also ich habe Anfängerkurse, will ganz am Anfang nochmal das Körpergefühl schulen, also wo sind denn eigentlich Muskeln, ja, weil einfach so die Hüfte zu heben, ohne die Muskeln zu haben, ist immer schwierig, oh mein Gott, ja, da wird es dann eher sowas. Oder Mittelstufekurse, wo wir dann gleich anfangen, boom, 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 ja, alles auf einmal. Und das macht super viel Spaß und vor allem, es tut gut für den Rücken, es tut gut fürs Körpergefühl, um sich zu bewegen und es macht